Hi, meine lieben Freunde, zum zweiten Kapitel dieses wunderschönen Let's Plays. Da oben fliegt schon was. Aber da kommen wir später dazu. Und ich würde sagen, wir machen einfach hier mal weiter. Immer der Nase nach, geradeaus. Huch, da ist ein Geist. Hey, mit dir. Glaube ich. Huch, genau. Auch noch. Das ist eine Truhe. Ich will zu der Truhe. Oh, ein Okuli. Okulis, damit können wir unsere Rüstung verbessern. Aber wir haben jetzt nur einen ungeschliffenen Rubin. Ist also nicht gerade prickelnd. Das hier können wir alles machen. Also wir können auch viel mehr machen. Steht hier leider nicht alles. Aber es sind halt schon so ein paar Tipps und von dem her, ja, den nehmen wir hier mal. Der gibt Feuerschaden und natürlich, je hochwertiger diese Okuli sind, desto mehr Schaden gibt es auch. Für die Verteidigung hat es natürlich dann eine andere Wirkung hier, erhöht den Feuerwiderstand um 8%. Also, und auch hier für das hat dann, also fürs Leben, da hat plus 4 maximal Leben. Und das ist, da können wir ziemlich viel dann auch machen. Also uns auch aufwerten und so weiter. Und ja, ist schon cool. Ja, und ihr seht, wir haben keinen Fallschaden, beziehungsweise wir kommen gar nicht dazu, einen Fallschaden zu kriegen. Weil uns der Geist hier. Ja, jetzt nehmen wir auch Sternenlicht. Mal gucken, wie das hier reagiert. Oh, jetzt hätte ich sie unterbrechen können. Das war natürlich jetzt dumm von mir. Verwundbar durch Licht. Ja, da haben wir es. Es ist eine Figur der Dunkelheit, also eine Gestalt der Dunkelheit. Und deshalb, müssen wir diesen mit Licht besiegen. Das ist dann auch, später geht es mit Erde, Luft, Feuer. Weil der meine Stimme heilt. Du bist ein gespenstigen Ort? Du hast wohl keine andere Wahl. Du bist hier unten. Hallo. Und tschüss. Ich will erst die Truhe haben. Aktivum-Elixier. Das ist natürlich klasse. Das sollte ich eigentlich mal benutzen, weil wir wahrscheinlich dann länger glühen können. Und das ist für die späteren Kämpfe auf jeden Fall von großer Wichtigkeit. Mal gucken, ob das hier Schaden macht. Was ich weiß ist, da wir jetzt Feuerschaden... Ja, nee, macht nicht viel aus. Wir haben ja jetzt Feuerschaden. Au! Ja, super. Das bringt genau gar nichts. Das bricht uns ja sofort. Oh, das ist schon richtig down. Feuerschaden, der besteht ja aus Holz. Das sollte natürlich, uns ein bisschen... Oh, ja, das ist einfach nicht schlau. Das sollte ein bisschen mehr Schaden machen hier. So, aber wir machen so jetzt den hier kaputt. Also ich hoffe, es reicht aus. Ja. Ja, seht ihr, wir haben jetzt diesen Feuerschaden eben und man sieht es auch richtig schön, dass es dass wir wirklich mit Feuer gekämpft sind. Und das ist etwas, das finde ich halt mega schön. Es ist sehr, sehr... Mal gucken, wie viel Schaden das hier macht. Boah, ja, verwundbar durch Feuer, ne? Sieg! Und noch ein Heiltunnel kommen, was wir nicht brauchen werden. Ist hier noch was? Nee, da war nichts mehr. Gut. Rüber. Ist dunkel. Ah, da ist hier noch ein Geist. Hallo, Geistchen. Hereingelegt. Ja, als ob. Ja. Mach halt. Solange ich mich unterbrecht. So, jetzt ist mein Zug. Ich werde dich jetzt hier. Ein für alle Mal vernichten. Ich hoffe, es zu mit. Ja, verwundbar durch Licht. Hat schon ausgereicht. Das ist natürlich klasse. Wir heilen uns jetzt hier wieder ein bisschen. Du hast das gar nichts gemacht. Ja, das ist nicht schlau. Das ist nicht schlau von dir. Und tschüss. Das ist natürlich, wenn man solche Sachen weiß, wie eben, ja, das Feuer. Was ist man mit dieser Okuli? Feuer.
Antidot. Irgendwas mit. Ja, eben wenn man weiß, dass diese Okuli eben, dass man mit denen eben so Feuerresistenz oder Feuerangriff machen kann zusätzlich. Oh, hey. Dann ist das natürlich von großem Vorteil. Aurora. Diese Tür ist so. Wir müssen sie öffnen, und zwar im Nu. Ja, wir sehen schon, es ist ein kleines Rätsel. Es kommen viele solche kleinen Rätsel. Das heißt, wir müssen... Oh, falsche Taste. Wir müssen... Ups. Wir müssen mehrere solche kleinen Rätsel lösen. Kommt auch öfters, aber sind nicht sehr schwer. Also, gut, also wenn man wirklich nicht drauf kommt, dann kann man ewig und ewig und ewig rumsuchen und... Hä, was wollen die nochmal von mir? Aber, also, es sollte echt nicht zu schwer sein. Oh, hallo Geistchen, bleib hier! Ja, es kommen dann auch immer mehr Gegner dazu. Wen mache ich als erstes kaputt? Ja, dich. Tschüss. Trostlose Bö. Ja, gebrochen, natürlich. Ganz klar. Ich finde es so süß, dieser Igniculus, also dieses Glühwürmchen, ne? Das ist sich immer anstrengend. Da Leben einsammeln. Da einsammeln. Yay. Und ein starkes Haltungen. Ah, das war's auch schon. Da kann ich hier reingehen. Das ist auch wirklich so liebevoll gemacht alles. Das ist richtig schön. Ah, unser erstes Rätsel. Also gut, es ist ein Tier. Ja, ach, da müssen wir. Genau, nach da. Und diese Kiste kommen wir irgendwie rüber. Wie kommen wir hier rauf? Kannst du mir sagen? Ich wünschte, Flügel könnten dich dorthin tragen. Aurora, erleuchte die Okuli. Lass es mich einmal wagen. Ah, lass es mich einmal wagen. Ja, wir können ja mit dem jetzt hier gewisse Sachen anstellen. Das ist natürlich klasse. Wenn wir jetzt nochmal drücken, fahren wir nach oben. Yay! Was glaubst du schon mal in diesen Behältern? Oh, ich will gar nicht wissen. Doch keine Kinder! Oh nein, vielleicht gar ihre Eltern. Das ist so morbide eigentlich, ne? Also. So. Rüber, rüber, rüber. So. Dann kommen wir hoch. Den brauchen wir jetzt auch noch mal. So. Euch nehmen wir da mit. Kann nie genug Leben haben. Also es kommt dann auch immer so ein Herzklopfen, was mich total irritiert. Oh. Nee, voll verpennt. Wieder runter, los. Ja, jetzt können wir den hier nämlich mit nach hochnehmen. Ach. Ein bisschen Geduld angesagt, aber das kennen wir ja von allen anderen Spielen. Also besonders die, die jetzt auch Zelda und so gezockt haben, die... Ganz sehr, sehr gut kennen. So. Hier warten. Weil ich muss sagen, das finde ich eigentlich ziemlich schön, dass eben bei Zelda ist das Buch. Ist es echt auch so, dass man so viele Rätsel lösen muss und so weiter. Und also ich finde, das spricht auch so für ein Spiel irgendwie. Also, mit. Also ihr seht schon, es geht zügig voran eigentlich. Da ist schon der nächste. Da ist ein Hebel. Aber wir müssen den erst besiegen. Erst einen Wächter besiegen. Ich muss sagen, ich finde auch diese Gegner alle so wunderschön gezeichnet. Autsch. Hey. Nicht nett. Dafür werdet ihr büßen. Tschüss. Ja, also man braucht eigentlich im Moment auch
diese, ja eben, was ich demonstrieren wollte, das brauchen wir eigentlich im Moment gar noch nicht, weil wir, weil die Gegner noch nicht schnell genug sind und... Was? Du hältst immer noch durch? Auch jetzt brauchen wir es. Aber wenn wir, wenn sie so in einem Hieb fertig sind, dann brauchen wir das echt. Verdammt! Ja, jetzt laber ich und passiert genau das, was ich eigentlich nicht wollte. So, stirb. Also wir brauchen es doch schon. Sehr schön. Ein Zaubertrank. Und Tendöle. Sie sind schon, es ist eigentlich auch... Da, sie ist offen, das ist gut. Aroha, sei bloß auf der Hut. Usch, also wir haben keinen Fallschaden. Also wir können von der höchsten Höhe runterspringen. Oh, das weiß ich noch. Bis ich mal hier war beim ersten Durchgang, ne? Und dann habe ich echt nicht geschnallt, was ich jetzt machen muss. Eigentlich voll dumm. Endlich, wir sind an unserem Ziel. Vorsicht. Der Zauber. Der Glas brachte mich mein... Was ist irgendwas? Das geht so schnell weg irgendwie. Ja, ihr seht schon hier. Und da können wir irgendwas machen. Und zwar nach links, also mit A und D oder auch mit Pfeiltasten können wir nach links oder nach rechts. Ja, diese Platte drehen. Und wir können jetzt da mit dem Grün, können wir diesen grünen Kristall aktivieren und dann passiert eben genau das. Das geht Glas zu Bruch. Violett haben wir keinen, also nehmen wir den roten. Auf Anhieb. Ist auch echt creepy eigentlich hier. Kommt und befreit mich aus meinem Ziel. Und es ist wahrscheinlich die Dame da im Hinterglas, die da spricht. Blau. So. Bam. Alles weg. Wer wagt, sich der Königin der Nacht zu widersetzen? Ein kleines Nichts mit Locken ganz rot. Trau deinen Augen nicht, das ist nur ein Traum. Mir scheint's real. Die wollen unseren Tod. Ja. Die wollen offenbar tatsächlich unseren Tod. Oh. Wumper durch dich. Ja, die geben auch ordentlich Schaden hier. Der ist gerade mega schnell hier. Ich hoffe, den können wir. Wobei ich muss sagen, ich greife den an, weil den habe ich vorhin schon angegriffen. Er darf uns einfach nicht unterbrechen. Das ist das Wichtige. Ja, jetzt ist er schon müde. Das sieht man, es wird nicht mehr ganz so viel. Ich bin einfach zu schnell, Mister. Ah, das geht auch. Oh. Ja, gut. Ja, wir haben nicht mehr genug diesen LP. Müssen wieder einsammeln. Da, kommt alles zu uns. Die Taube. Ah! Ja, ihr seht schon, jetzt ist es richtig knapp. Ich habe voll wenig nur noch. Ja, der ist jetzt tot, das ist gut. Den versuchen wir jetzt einfach so lange zu blenden, bis der... Ja, einen habe ich noch, bis der uns nicht angreifen kann. Ist er unterbrochen? Wir müssen einfach schneller sein als der. Oh! Das geht ja jetzt nicht mehr. Ist er nochmal unterbrochen? Oh shit! Ich habe nicht mehr genug Licht. Oh nein, nein, nein! Oh oh. Ich kann nichts tun. Nein. Wieder heilt sich. Ja. Also für einen Moment habe ich mich echt erschrocken, dass wir das nicht mehr packen. Aber ja, stimmt. Gut, toll. Magie-Sternzauber? Okay, cool, klasse.
Also ihr seht schon, es kommen dann auch große Gegner und die kommen immer wieder. Die werden natürlich immer wie stärker und das war noch harmlos. Das war echt noch harmlos. Das ist Aurora, gute Frau. Madame, im Traum gefangen hätte ich ja was. Doch bin ich bereit, um zu erwachen. Kind, eine Vision. Nimm meine Hand. Ich darf nicht immer so viel quatschen, wenn da Gespräche geführt werden. Einst schien die Sonne über einem Land, voll saftiger Täler und weißen Gipfeln. Und nachts erglühten Burgruinen, Alabasterfarben über den Wipfeln. Im Sternenlicht und Mondenschein, eine Königin des Lichts beherrschte dieses Reich. Des Nachts wandelte sie durch den Palast, ihr Strahlen der Morgenröte gleich. Doch plötzlich verschwand sie durch üblen Streich. Die Königin war fort und mit ihr das Licht. Dunkelheit erfüllte den Palast. Der Usurpator Umbra blieb außer Sicht. Die Töchter schickte sie an ihrer Stadt. Sterne, Mond und der Sonne funkeln, raubten sie vom Himmel, ließen das Firmament verdunkeln. Dann überfielen Umbras finstere Gesellen unser Land. Sie nahmen uns das Leben mit dem Streich ihrer Hand. Traurige Geschichte hier. Ergreifend, Madame, sind eure Worte. Nun deckt mich auf, ich danke sehr. Wie hieße Fahrt? Fallt ihr in den Schlaf? Ich spreche wahr und keine mehr. Um uns liegt das Land Lemuria. Mein Kind, ich mach dir nichts vor. Der einzige Weg ist ein magisches Tor. Ein Spiegel mit einem Thron davor, gestohlen von Umbra, Königin der Nacht. Nur ein Weg für dich heim. Verbanne das Dunkle mit aller Macht. Befreie Sonne und Mond, damit das Licht uns wieder lacht. Nein, unmöglich! Mein Vater erwartet mich! Oh, so eine richtige kleine Zicke, ne? Der Glühwurm versprach mir schnelle Hilfe. Wisst ihr, auch einen Namen habe ich. Verzage nicht, mein liebes Kind. Ich schuf Igniculus, euch zu helfen. Ein Käfer groß wie eine Nadel, zu wenig, wie ich finde. Die Gestirne zu holen, schaffe ich wohl kaum. Verzage nicht, mein liebes Kind. Sonne und Mond suchen höchsten und tiefsten Raum. Geh dahin zurück, von wo du kamst. Vorbei am Altar, wo du bist erwacht. Durch ein baumes Dornes, Dornenkleid. Unterwegs wird Hilfe dir gebracht. Wer reicht den Himmel? Und wie die Sterne? Mein Kind, die Antwort liegt über dir. Öffne die Augen, schweif nicht in die Ferne. Jetzt wird's spannend. Wir haben Fliegen! Katschling! Oh, welch Wunder, welch Erstaunen! Ah, oh, ist das schön. Ja, wir können jetzt den ganzen Weg, wo wir gekommen sind, wo wir laufen mussten, können wir wieder fliegen. Ich kann fliegen, eine Fee, aber vielleicht nicht. Warum? Du bist ein Kind des Lichts. Damen und Herren, hör gut zu. Behalte diese Zauberkrone auf deinem Haupt. Setz sie nicht ab, verstehst du? Nie. Noch ein letztes, bevor ich von dann ziehe. Solltest du je verzagen, dann spiele sie. Danke sehr, aber wirst du gut. Ich höre dich nicht, Kind. Sei auf der Hut. Leb wohl. Warte, aber ich muss wissen, was mein Vater jetzt macht. Umgeben bin ich von endloser Nacht. Ja, und ich würde sagen, ja, wir haben jetzt eine gewöhnliche Flöte. Toll. Ich würde sagen, bevor wir weitermachen, beende ich den Part für jetzt. Und ja, wie ihr seht, können wir fliegen. Und so wanderte Aurora durch den Forst, ja. Fern von daheim. Nur die Sterne zum Hirten, vom Glühwurm begleitet, ansonsten allein. Besorgt um das Wohl der Familie, die nicht mit ihr kam, suchte sie nach Sonne und Mond, nach ihres Vaters Arm. Und irgendwo in der Nacht, lauernd auf einem Thron im Dunkeln, wartete Umbra, die Schlimme, auszulöschen, Auroras Funke. Ah, nein, ich bin schon viel zu weit, ich wollte da noch nicht hin. Ja, wir gehen nochmal zurück, aber erst in der nächsten Folge. Hier ist erstmal fertig und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!